Hallo zusammen, da bin ich mal wieder. Ja, es hat jetzt ein wenig gedauert, bis ich endlich ein neues Video machen konnte. Ich hatte mir eigentlich nach dem letzten vorgenommen, jeden Monat eins zu machen. Wie ihr seht, hat das nicht geklappt, weil ich bin ja schon über die Zeit drüber. Aber als die Zeit dran war, dass ich endlich das Video machen musste, nach einem Monat, war ich krank. Konnte dementsprechend nicht ordentlich reden. Das habe ich sein lassen. Und danach war wieder jeden Tag irgendwas los. Es war ziemlich stressig. Und naja, ich probiere es heute mal. Ja, sagt, seit dem letzten Video ist ja schon einige Zeit vergangen. Ich bin umgezogen, wie man am Hintergrund eventuell erkennen kann. Ich sitze nicht mehr in meiner kleinen Wohnung in Kita Senju. Ich sitze jetzt in Kawasaki. Wobei in Kawasaki auch nicht so ganz richtig ist, weil bis nach Kawasaki fahre ich auch eine halbe Stunde. Und da war ich auch noch nicht. Ich sitze mehr so am oberen Randgebiet, in der ganz nah an der Grenze zu Tokio. Also wenn ich von hier aus mit dem Zug fahre, bin ich in 20 Minuten in Shibuya. Also ich bin näher an Tokio als an Kawasaki. Ja. Meine neue Wohnung ist sehr, sehr schön. Ich habe mich schon sehr gut eingelebt. Ja. Ich bin ja nun auch schon fast, glaube ich, 6 Wochen hier. Oder zumindest 5. Es macht sehr viel Spaß hier. Wir müssen die Wohnung eigentlich jeden Tag saugen, weil wir weißes Laminat haben. Das merke ich mir irgendwann für die Zukunft, nie wieder weißes Laminat. Aber ansonsten ist es wirklich sehr schön. Die Klimaanlage funktioniert gut, das heißt, wir haben es schön kuschelig, weil draußen ist es inzwischen kalt geworden. Wir haben jetzt auch so halbwegs Winter. Ja, sagt Bilder und alles zu meiner Wohnung findet ihr ja auf meinem Blog. Also brauche ich euch jetzt auch nichts zeigen. Es ist eh nicht aufgeräumt. So, seitdem ich hier bin, bin ich auch auf Jobsuche gewesen. Mein erster Job, den ich hatte, war in einem deutschen Restaurant, wo es mir eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe aber nach 3 Tagen aufgehört, weil ich mich mit meinem Chef nicht mit den Arbeitszeiten einigen konnte. Er wollte, dass ich um einiges mehr arbeite als das, was ich wollte. Und dann haben sich halt unsere Wege wieder getrennt. Ja, dann habe ich erstmal eine Woche die Arbeitssuche sein lassen. Und dann bin ich zum japanischen Arbeitsamt gegangen. Gibt es extra eine Abteilung für Ausländer. Und ja, da war ich da, habe mit der guten Frau gesprochen und eine halbe Stunde später hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Wie? Schön. Ich bin jetzt in einer österreichischen Konditorei. So, der Konditor ist Japaner, hat aber in Österreich seinen Meister gemacht vor einigen Jahren. Seine Frau spricht Deutsch. Er auch, aber hat mit mir noch nie gesprochen. Sie ist super nett, kümmert sich um alles, ist sozusagen die Chefin im Haus. Ja, es macht mir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich arbeite momentan von Montag bis Freitag, jeden Tag von um 11 bis um 5. Ja, hauptsächlich habe ich jetzt Stollen dekoriert, wobei wir damit jetzt langsam fertig werden, weil Weihnachten ist ja bald und danach sollte man nicht mehr so viele Stollen verkaufen, denke ich mal. Ja, ansonsten haben sie noch Teegebäck, was ich meistens verpacke mit Luftpolsterfolie. Und dann verschicke. Und je nachdem, was halt anfällt, kleine Arbeiten, Papierfalten, Geschenkpapierfalten, das war auch sehr interessant. Sagt, größtenteils größere Bestellungen mitarbeiten. Ja, sagt, es macht mir Spaß, ich habe ganz viele nette Kollegen. Ja, ich hoffe, ich kann da noch ein bisschen bleiben. Mal sehen, wie es wird. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja. Ach ja, ich kann auch sagen, dass es eine teure Konditorei ist. Also wenn ich mir das billigste
Plätzchenbox, wenn ich mir die billigste Plätzchenbox kaufen möchte, die ungefähr so hoch ist und so ungefähr so die Größe hat, müsste ich 3 Stunden für arbeiten. Ein Stück Kuchen kostet so um die 5 Euro. Nette Preise, nichts für mich. Ja, was war sonst noch? Ich war wieder bei Konzerten. Ich glaube, beim letzten Mal war bei meinem Muck stehen geblieben. Ich glaube, ja. Muck war sehr toll. Es war gut, dass wir uns weiter hintergestellt hatten. Wir standen oben auf den Treppen, wir hatten eine gute Sicht und wir waren außer Reichweite der ganzen hin und her springenden Menschen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Meine Freundin und ich wären gerne am nächsten Tag noch einmal gegangen, aber da hat leider das Geld nicht zugereicht. Ja, ich hoffe, dass ich Muck noch mal live sehen kann. Ist aber wirklich toll. Dann war ich noch bei GACKT. Mehr oder weniger spontan, nachdem mich nun mehrere Leute dazu gedrängt haben, doch hinzugehen. Es war aber kein Konzert der normalen Art. Es war mehr so ein Schulfest. Das Kamui-Gakuin. Fans wissen, wovon ich rede. Alle in Schuluniform. Auch die Musiker. Ja, sagt. Es war interessant, das mal mitzuerleben. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen will. Es gibt auch einen Blog-Eintrag, könnt ihr alles nachlesen. Ich fand es interessant, weil das kriegt man sonst nicht mit, aber ich möchte GACKT bitte mal so richtig als GACKT-Konzert erleben. Weil es war cool, dass ich den Sänger von X-Japan, Toshi, nochmal live sehen konnte. Das war cool. Aber sonst, ich möchte GACKT mit ChaCha live sehen. Ich hoffe, ich habe irgendwann die Möglichkeit. Ja, dann geht es in 2 Wochen. Ich glaube ja, in 2 Wochen geht es zu Ayumi Hamasaki. Ein Traum wird wahr. Ich wünsche mir schon so lange, sie irgendwann mal live zu sehen. Jetzt gehen wir zum Silvesterkonzert. Zumindest den Tag vor Silvester, weil es ja 3 Konzerte gibt. Und wir haben Karten für den 30. Ja, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ja, gestern war ich in Shibuya, weil Lunacy ihr neues Album veröffentlicht haben. Und da ist in Shibuya im Tower Records eine kleine Ausstellung. Klein, meine ich auch. Man muss 500 Yen Eintritt bezahlen dafür, dass man, okay, die original Bühnenoutfits sehen kann. Dass man Gitarren von Inoue und Sugiso dastehen hat. Das Schlagzeug von Shinya steht auch mit da. Weitere technische Geräte, von denen ich keine Ahnung habe. Es hängen einige Bilder aus, die ganz schick sind. Und man wurde die ganze Zeit zugedröhnt mit Musik von Lunacy, wo natürlich dann nebenbei die Musikvideos auf großer Leinwand liefen. Das war schon interessant, aber wie gesagt, das Ganze 500 Yen wert ist. Aber ja, ich hab's gesehen. Ja, es wird Weihnachten. Um genau zu sein, ist es nächste Woche soweit. Weihnachtsstimmung bin ich ein klein wenig. Ich habe jetzt meine ganzen Weihnachtsgeschenke zumindest mal weggeschickt. Es war auch teuer genug. Einige wissen, wovon ich rede, wenn ich sage, es war teuer genug. Aber zumindest sind meine Weihnachtsgeschenke schon angekommen. Innerhalb von 4 oder 5 Tagen waren sie in Deutschland beim Empfänger. Mal gucken, wie lange die Geschenke nun von Deutschland zu mir brauchen. Wobei uns natürlich noch das Problem ist, dass bei uns kein Zuhause ist. Ich hoffe, dass die Post irgendwann mal jemanden erreicht. Ja, ich war auf Weihnachtsmärkten. Das gehört zu Weihnachten mit dazu. Beim ersten war mal in Roppongi gewesen. Da war ich mit einer Freundin. Wir haben Glühwein getrunken, der sehr gut geschmeckt hat, aber auch 600 Yen gekostet hat für so einen kleinen Becher. Und ich habe noch eine kleine Waffel gegessen, aber der Rest ist alles immer so teuer. Ja, dann war ich beim
Tokyo Skytree auf dem Weihnachtsmarkt. Der war wie in Roppongi sehr, sehr klein. Wenn man die großen in Deutschland gewöhnt ist, sind die hier wirklich winzig. Ja, beim Skytree habe ich mir eine Brezel gegönnt. Die wurde sogar aufgewärmt, die war auch sehr lecker. Glühwein war mir da zu teuer. Und ja, sagt er, war halt klein, aber man hat den Skytree noch mit dabei. Es sind überall sehr viele bunte Lichter, es ist alles schön beleuchtet, die Bäume und alles. Es ist wirklich traumhaft. Und letztes Wochenende waren wir jetzt noch in Yokohama gewesen. Der Weihnachtsmarkt ist ein wenig größer. Ein wenig zumindest. Auch wieder mehr als teuer. Aber ich musste zum Glück diesmal nichts bezahlen. Deshalb habe ich die Chance genutzt, mal alles möglich zu essen. Erst haben wir einen Gulasch probiert, der gut geschmeckt hat. Dann haben wir Thüringer Bratwurst entdeckt. Thüringer Bratwurst in Yokohama. Mussten wir natürlich kaufen. Für 600 Yen die Bratwurst mit einer süßen Kartoffel dazu. Aber die Bratwurst hat gut geschmeckt, muss ich sagen. Ich war positiv überrascht. Ja, wir haben weiterhin Brezeln gegessen und Kroketten. Einen teuren Glühwein getrunken, der leider nur warm war und nicht kühlend. Der mich am Ende aber trotzdem ein bisschen gewärmt hat. Es war nicht wieder kalt. Ja, dann haben wir uns noch die Lichter in Yokohama ein bisschen angeguckt am Hafen und allen möglichen Krimskrams. Weil Yokohama hat ja so einen kleinen Freizeitpark, wo auch das große Riesenrad ist. Da sind wir auch mitgefahren. Da bin ich zum ersten Mal in der Nacht gefahren. Das war natürlich beeindruckend mit den ganzen Lichtern. Ja, und wie gesagt, auch in Yokohama alles schön beleuchtet und weihnachtlich und toll. Ja, dann kommt natürlich jetzt das Weihnachtswochenende, beziehungsweise nächste Woche. Und die Zeit ist Heiligabend. Aber wir müssen beide arbeiten am 24. Wir kommen in Japan. Dafür haben wir am 23. frei, weil das Feiertag. Wir haben jetzt einige Pläne. Am Samstag möchte ich zum Tokyo Dom, in Tokyo Dome City, weil da wieder ganz viel Lichter, Illumination und alles Mögliche sind. Das möchte ich mir noch angucken und meine Kamera mitnehmen, weil die macht schicke Bilder. Am Sonntag wollen wir ins Tokyo Disney Sea. Da freue ich mich schon drauf, weil da war ich noch nie. Da bin ich schon ganz, ganz gespannt. Am Montag, am 23., wo wir frei haben, wird dann unser Weihnachtsdinner werden. Da wollen wir in einem deutschen Restaurant Abendessen gehen. Da bin ich auch schon mal gespannt. A, was es dort gibt und B, ob es schmeckt und eigentlich C, wie viel es kostet. Ja, und naja, Heiligabend ist dann arbeiten und da wollen wir eventuell abends noch mal kurz irgendwo in der Nähe essen gehen, je nachdem. Ja, und wir haben dann zum Glück beide die Neujahrswoche frei, weil da hat sowohl meine Konditorei als auch seine Firma zu. Wir haben auch schon ein paar Pläne für die Tage, aber wir müssen mal gucken, ob wir noch ein bisschen was anderes finden. Ich würde ja gerne noch irgendwo hinreisen, aber ich habe schon geguckt, die meisten Sachen sind ausgebucht, beziehungsweise sind dann viel, 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 viel zu teuer. Mal gucken. Unter anderem steht natürlich Ayumi Hamasaki an. Dann ist noch ein Treffen mit einer Freundin, ob ich es, weiß nicht, ob ich sie so nennen kann, die haben uns noch nie gesehen. Das ist auch noch und ja, mal gucken. Ich möchte eigentlich noch zum Neujahrsshopping nach Tokio. Das möchte ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Wir werden sehen, was wird. Ja, und dann ist dieses Jahr auch schon wieder vorbei. Das ging ganz schön schnell. Ja, wie es dann nun im nächsten Jahr wird, werden wir sehen. Meine eigentliche Planung war ja, dass ich ab Anfang Februar bis Ende Juni rumreisen wollte. Ich habe auch momentan
nicht so wirklich das Interesse, hier wegzugehen. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich eventuell meine Reisepläne auf 1, 2 Monate zusammenschrumpfen lassen kann. Nein, ich wollte schon eigentlich ein Praktikum auf einer Teefarm machen für 1 Monat, das lasse ich jetzt auch sein. Ist zwar schade drum, aber ja, mal gucken, wie es weitergeht. Wir werden mal sehen. Und ich habe dann Anfang Januar oder Ende Dezember noch ein Gespräch mit meiner Chefin, wie es denn nun mit der Konditorei weitergeht. Weil jetzt zur Weihnachtszeit ist natürlich ganz viel los. Ich merke es, es ist wirklich stressig. Meine armen Kolleginnen. Mir bleibt die Sachen ja sparen, weil ich kann nicht raus im Geschäft die Kunden bedienen und ich kann auch nicht ans Telefon gehen. Dafür kann ich A zu wenig Japanisch und B ist mein Japanisch zu unhöflich. Ja, sagt meine Kollegin, rotieren die ganze Zeit. Bedanken sie aber auch immer ganz, ganz lieb, dass ich ihnen helfe. Und ich immer so, oh, ich mach das doch gerne. Mach doch nix. Aber naja, ich genieße es eigentlich. Ja, sagt, und meine Chefin meint, dass wahrscheinlich dann ab Januar nur noch 3 Tage die Woche wird oder so. Also habe ich wenigstens ein bisschen Zeit für mich. Kann eventuell doch noch mal 1, 2 Tagestrips irgendwo hin machen. Und dann gucken wir mal weiter, wann ich denn runter in den Süden, Südosten von Japan mache. Wir werden mal sehen. Ich werde weiterhin versuchen, fleißig Blog zu schreiben. Auch wenn das immer mal ein bisschen länger dauert. Ich möchte eigentlich meinen Plan von einmal im Monat ein Video festhalten. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich nun in 14 Tagen ein neues mache oder ob ich eigentlich so viel Zeug zu reden habe. Ja. Ansonsten wünsche ich einfach mal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann 2014. Ciao, ciao!